Servus und hallo, liebe Freundinnen, Freunde, Bernd hier. Ihr seht hier dichtes Laub. Ist eigentlich schon interessant, dass die ausgesäte oder aus Samen gesäte Sorte mit Abstand die ist, die am längsten das Laub behält, während andere Sorten, um die es dann hier in diesem Video auch geht, jetzt schon dabei sind, das Laub abzuwerfen. Ich wurde gefragt, woher weiß ich denn eigentlich, dass das hier die Sorte Wonderful ist? Woher soll ich das dann wissen, wenn ich die Frucht im Laden gekauft habe? Kleiner Tipp oder Lifehack, wenn ihr einkaufen geht, es steht meistens auf dem Produktetikett drauf, welche Sorte in der Packung ist, bei so gut wie dem Obst. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt Vorschrift ist seit Jahren oder ob das überhaupt für die Klassifizierung von dem Produkt notwendig ist, aber in aller Regel steht es drauf. Daher weiß ich, dass hier wird die Sorte wunderbar sein. Genauso wie die Sorte, die hier schon pikiert worden ist. Nichtsdestotrotz ist es eigentlich ein anderes Thema in diesem Video, denn ich habe mir drei neue Granatapfelsorten gekauft. Die haben allerdings nur einen Zierwert. Also die bilden keine Früchte, die machen nur große Blüten. Maxima Rubra, die hier noch relativ viele Blätter hat, die macht richtig schöne große rote gefüllte Blüten. Dann gibt es hier die Luteum Plenum, die macht gelbe große Blüten. Und dann gibt es hier so eine Mischung, die macht praktisch rote Blüten, die einen weißen Blattrand haben. Und das ist auch die Sorte, die jetzt schon das Laub abwirft. Das ist halt bei Granatapfel so, dass sobald es kühl wird oder sie dann mal, wenn es kühl wird und sie trocken stehen, das Laub abwerfen. Aber so ist das halt. Ihr kennt meinen anderen Granatapfelbaum, der schon Früchte oder der Früchte ausgebildet hat. Zudem gibt es ein zukünftig anderes Video. Hier sind wir jetzt erst nur bei den Granatäpfeln, einmal die neu sind. Dem Granatapfel, den ich vor Jahren schon aus Samen selbst gezogen habe. Richtig wunderschöne, tolle Pflanze. Interessanterweise macht er jetzt richtig kräftige Neutriebe. Ich weiß gar nicht, was der sich jetzt hier einbildet, weil das Wetter soll die nächsten Tage richtig, richtig, richtig kalt werden. Hier sind aber auch die kleinen Pflänzchen, die ich dieses Jahr ausgesät habe. Und schaut euch mal an, wie toll die sich entwickeln. Richtig schön, richtig toll. Das, denke ich, wird auch ein, ja, das wird auch eine erfolgreiche Aussaat. Wie gesagt, das hier ist der Granatapfel der Sorte Wonderful. Wonderful hat er sich entwickelt. Wonderful werden diese drei neuen Sorten blühen, die ich hier habe. Es werden noch weitere Sorten folgen. Ich möchte nächstes Jahr, dazu drehe ich mal die Kamera um. Servus und hallo. Ich möchte nächstes Jahr nutzen, um einige Granatapfelbäume, Sorten zu testen, wie die sich so entwickeln, wie sie sich besser entwickeln. Dieses Jahr war das ja teilweise so, dass es von der Witterung echt extrem heiß war. Also nicht nur bei mir, sondern auch bei euch. Und da dachte ich mir, ich muss meine Pflanzen im Garten auch dieser Situation anpassen. Kühler wird es zukünftig voraussichtlich nicht mehr so schnell. Deswegen dachte ich mir, okay, dann teste ich einfach mal Granatapfelbäume, die teilweise minus 15 Grad, minus 20 Grad auch aushalten können. Aber da ist natürlich interessant, welche Sorte das mitmacht. Und aus diesem Grund werde ich das nächstes Jahr forcieren, das Thema Granatapfel. Und wenn ihr dabei sein sollt, natürlich solltet ihr dabei sein. Aber wenn ihr dabei sein wollt, Daumen hoch, Kanal abonnieren. Und das nächste Jahr wird granatapfelig. Bis dahin würde ich sagen und tschüss.